Hallo alle zusammen und willkommen bei der dieswöchigen Experimenttüte. Dieses Mal haben wir als Thema Akustik und was es mit Schall so auf sich hat und was man da für Experimente machen kann. Da gucken wir uns heute ein bisschen was zu an. Zuallererst bauen wir eine Schallkanone. Dafür habt ihr in eurer Tüte eine Papprolle, ein bisschen Pappe, ein Teelicht, ein Gummiband und ein Luftballon. Und außerdem braucht ihr von euch noch etwas Klebeband, eine Schere, einen spitzen Stift und vielleicht machen das auch besser eure Eltern, aber ein Feuerzeug oder Streichhölzer. So, dann gucken wir uns direkt mal an, wie wir diese Schallkanone zusammenbauen. Und zwar nehmen wir uns dafür zuerst unser Stück Pappe und unsere Papprolle und legen die da drauf und malen dann drumherum einen kleinen Kreis. So. Nachdem wir den Kreis da drauf gemalt haben, nehmen wir die Schere und wir schneiden das Ganze aus und kleben dann mit etwas Klebeband die Scheibe auf euer Papprohr. Bevor ihr das allerdings macht, müsst ihr noch mit dem selbigen Stift am besten ein kleines Loch genau in den Mittelpunkt des Kreises machen. Das sollte nicht zu groß sein, deshalb nehmen wir so einen spitzen Stift. Ihr könnt das auch mit einer Schere machen oder ähnliches, aber ja, eine kleine Öffnung unten in der Pappscheibe sollte noch drin sein. Dann für die andere Seite, wie ihr das hier sehen könnt, könnt ihr es sehen? So einigermaßen. Nehmt ihr euch euren Luftballon und schneidet davon so einen Teil der Öffnung am Anfang ab. Also hier könnt ihr reinpusten und genau dieses untere Ding schneiden wir ab, denn was wir haben wollen, ist die Folie, die da oben drauf ist. Nicht die Folie, das Plastik, das Gummi, wie auch immer. So, das ist jetzt das Ganze. Schön. So, das ist mal schön groß. Also schneide ich ein bisschen. So, wenn das drüber ist, dann solltet ihr hier noch so ein kleines Ding haben, was ihr euch schnappen könnt und so ein bisschen ziehen könnt. Das Ganze befestigt ihr dann mit eurem Gummiband. Trotzdem würde ich empfehlen, immer beim Spannen der Schallkanone das Ganze trotzdem auch noch mit den Fingern ein bisschen festzuhalten, nur um sicher zu gehen, dass es auch klappt. So, wofür machen wir das Ganze überhaupt? Wir machen das, um eine Kerze auszupusten, ohne tatsächlich selber pusten zu müssen. So, ich habe hier unseren Prototyp. Und da könnt ihr sehen, hier ist die Öffnung, hier haben wir es festgeklebt mit Klebeband und hier haben wir den Luftballon, der gespannt ist mit dem Gummi. So, und jetzt habe ich das Teelicht angemacht. Ihr könnt es sehen, wenn es nicht direkt ausgeht. Könnt, glaube ich, hoffentlich sehen, dass das Teelicht hier brennt und wir werden das Teelicht jetzt auspusten und das mit unserer tollen Schallkanone. Wir halten nämlich hier am Gummiring fest, zielen mit der Öffnung gut auf die Flamme und dann spannen wir und Feuer. Und zack, geht das Teelicht aus. Warum ist das so? Tja, durch den lauten Knall, den wir hier mit unserer Schallkanone machen, bringen wir die Teilchen in der Luft in Bewegung. Und diese Luft, die schießt dann durch eure Röhre durch und wird gebündelt unten an dieser kleinen Öffnung. Und diese kleine Öffnung, da schießt dann die Luft raus und pustet eure Kerze aus. So, und dann gucken wir uns direkt den zweiten Versuch an. Für den zweiten Versuch braucht ihr von euch zu Hause eine Metallgabel und einen Tisch und außerdem
habt ihr noch etwas Draht in eurer Tüte. So, und zwar nehmt ihr euch zuerst mal die Gabel und haut die auf den Tisch. Man hört nicht so wirklich viel irgendwie. Dann guckt ihr mal, dass ihr euren Kopf auf die Tischkante legt oder auf den Tisch. Hat man schon ein bisschen mehr gehört. So, aber jetzt zeige ich euch einen Trick, wie man ganz viel hören kann. Und zwar, indem ihr euch den Draht nehmt und den um eure Gabel drum wickelt. Und jetzt nehmt ihr den Rest vom Draht, die beiden Enden, und wickelt die noch um eure Finger. Und wenn ich jetzt die Gabel gegen den Tisch haue, während ich meine Finger in die Ohren stecke, dann höre ich richtig viel. Durch diesen kleinen Versuch, dass Stoffe auch Schall leiten können. Und zwar manche Stoffe sogar besser als Luft selber. Die Schnur, die wir an unseren Fingern haben und die Finger, die wir uns in die Ohren stecken, die Schnur leitet den Schall nicht durch die Luft, sondern durch die Schnur selber direkt in unser Gehör. Und deshalb können wir direkt viel besser hören. Dasselbe Phänomen machen sich zum Beispiel auch Ärzte zu nutzen, wenn sie mit einem Stethoskop abhören, wie es der Atmung und dem Herzen so geht. Das war's von mir diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!